den Tag von gestern und dann später halt dann den heutigen Tag. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Montag, der 8. Februar 2021, 10.16 Uhr. Die Neuigkeiten heute. Lasst uns gemeinsam den brillanten Eugen hier auf Karpathos willkommen heißen. Eugen interessiert sich sehr für Biologie und auf unserer Insel, ob gegenwärtig oder prähistorisch. Wer ihm helfen möchte, meldet sich bitte in seinem Zelt. Er freut sich über jeden, der einen Beitrag leistet. Das war's und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja. So, dann gucken wir natürlich, für was in der Post heute drinne ist. Und wir haben noch einen Gast zu Besuch. Oh, ah ja, unsere Sachen, die wir bestellt haben. Da müssen wir auf jeden Fall noch die Sachen bestellen, was wir noch machen wollten. Das machen wir am besten dann auch dann demnächst, damit wir es nicht vergesse. Oh, das sind noch Tiere, die ich noch nicht habe. Ich lass mal das schön auf dem. Ah, ne, da ist noch ein Platz. Ein Platz haben wir noch, ein Platz haben wir noch. Ein Ligia Exotica. Ein ganz an eine ganz andere Liga. Ah ja. Okay. Dann begrüßen wir uns mal unseren neuen Freund hier. Gulliver. Stehst du jetzt endlich mal auf, Mann? Ah, Halleluja. Gehen. Ist die Pizza mit Heringe endlich da? Ich habe schon online gezahlt, also, was? Keine Pizza? Wo bin ich? Wer bist du? Wer bin ich? Oh, Moment, das letzte weiß ich. Ich bin niemand anders als Gulliver. Reisender Seemöwe der sieben Weltmeeren. Hast du mich gerade die. Was? Hast du mich gerade die ganze Zeit angestupst? Danke fürs Weckruf. Sonst hätten die leckeren Halluzinationen wohl nie aufgehört. Kannst du diesem wasserdurchspülten Vogelhirn noch einmal vergeben? Dein stures Starren deute ich mal als ja. Offenbar bin ich wieder mal eingenickt und über die Relinge gefallen. Da ist so eine putzige Angewohnheit von mir. Passiert ständig. Die anderen Seeleute lachen sich immer einen Mast, wenn ich mal wieder über Bord gehe. Keine Sorge, die Jungs sind in Windeseile hier und holen mich ab. Mein Ass im Flügel, weißt du? Ich rufe einfach schnell um Hilfe, indem ich meinen treuen, praktischen, meine Güte! Mein treuer, praktischer Fernsprecher ist kaputt. Das ist weder treu noch praktisch. Mickrige Makrelen. Das Ding ist völlig abgetackelt. Und es fehlt einige Fernsprechteile. Ich muss also warten, bis mich meine Mannschaft von selbst findet. Das wird dauern. Meine Seemannsmetaphern, ach so, reichen nur noch für wenige Stunden. Du, ja, du, hilfst du mir, meine Fernsprecherteile zu finden? Oh, danke dir, du blühende Anemone des Meeres, danke. Mein Herz ist ja noch größer als dein Kopf. Die Fernsprecherteile müssen irgendwo im Sand verborgen sein. Ich brauche nur noch fünf Teile. Wenn du sie findest, pack ich sie wieder hier rein. Zumindest versuche ich es. Meine Mannschaft sucht mich sicher. Deshalb bleibe ich lieber hier und halte nach ihrem Schiff Ausschau. Die Jagd nach den Teilen überlasse ich dir. Ich glaube an dich. Oh ja, ich habe ja auch keine andere Wahl. So, dann packe ich mal meine Schaufel und guck mal, ob ich die Teile finde.
Unsere Sachen wachsen gut. Hier bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das da richtig ist, ob das da wachsen wird oder nicht. Bin ich mir noch unsicher, aber wenn es dann nächste Tag ist und dann immer noch nichts passiert ist, werde ich die halt dann umschaufeln müssen. Austauschen. Sollte mal vielleicht die Sachen bei mir daheim ablegen. Hier. So, jetzt suche ich mal hier den Sand ab. Kleiner Moment. Da muss man einfach irgendwo auch geduldig sein. Wenn man nicht geduldig ist, kann man vergessen, dass man die direkt findet. Muss immer abwarten. Aber ich habe echt die blöde Vermutung, dass das hier nicht wachsen wird. An dieser Stelle zumindest. Ja. Ist es schon der letzte oder noch nicht? Nee, eins fehlt noch. Yay! Letzter Teil gefunden. So, dann kommen wir gleich wieder zu Gulliver zurück. So, dann schicken wir mal ihn wieder nach Hause auf sein Schiff. Hey, hast du alle Teile gefunden? Jawohl, Captain! Oh, das sind sie. Das sind meine Fernsprechteile. Kommt her, ihr Süßen.
So, alle Teile sind hier wieder ordentlich reingequetscht. Wie die Sardinen. Läuft das Ding jetzt? Oi, Mannschaft, ich bin's, euer Findevogel. Also, es ist schon wieder passiert. Kommt ihr vorbei und holt mich ab? Hier sind meine Koordinaten. Gulliver Ende. So, das sollte reichen. Du bist die Beste. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich zeige mich irgendwann dafür erkenntlich. Behalt deinen Briefkasten im Auge. Ich schicke dir was, das haut den stärksten Kraken aus den Socken. Wobei tragen Kraken überhaupt keine Socken. Allein das Anziehen dauert doch bestimmt ewig. Ach, ich bin gerettet. Als nächstes stundenlang ungeduldig hin und her laufen. Dann wollen wir mal. So, dafür gab's Meilentickets. Anscheinend. Gucken wir mal. So. Lebensretter. Wenn du am Strand einen Schiffsbrüchigen findest, dann hilfst du. Was wahrlich ein vorbildliches Verhalten. Ich bin sicher, deine Hilfsbereitschaft wird sich für dich auszahlen. So, dafür gibt's 300 Lokmeilen. Lokmeilen? Meilen. Ja, Meilen. Lokmeilen, wie komme ich jetzt wieder da drauf? So, gibt's da sonst noch irgendwas? Ja. Jeden Tag auf der Insel. Die Insel gefällt dir? Hm. Das ist gut. Denn an je mehr Tagen du hier aktiv bist, desto mehr von den begehrten Lokmeilen. Ach doch, Lokmeilen. Bin Banane, Alter. Kannst du sammeln. So. Was haben wir noch? Hier, das Ding, was wir vorhin eingesammelt haben. Und zwar diese Ligia Exotica ist im kompletten Jahr ihre Saison und auch jeder Uhrzeit aktiv. So, dann haben wir noch irgendwas wegen Basteln. Ach ja, genau, das haben wir gestern, glaube ich, gekriegt. Nee, nicht gestern, vorgestern. Genau. Gut, ich höre ein Geschenk. So. So. Jetzt. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir direkt zum Shop und holen uns die nächsten Sachen. So.
Ui, noch ein Dingsterbumster. Flasche Post. Mal gucken, was drin ist. An einen Freund fremder Flaschen. Hab mein Haus aufgeräumt und dabei eine alte Bastelkarte gefunden. Bastelanleitung. Ich hätte sie auch für mich behalten können. Aber warum nicht teilen? Einfach mal ausprobieren. So, dann lernen wir wieder was Neues. So. Sammeln wir mal gleich mal hier die Stöcke ein. Die habe ich erstmal nicht fangen können, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die gefangen habe, aber... Jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die gehabt haben. Ah, ne, die ist neu. Ein Wasserläufer. Das Laufen hat dir nichts genützt. Du hättest dich nicht hetzen müssen. So, dann gehen wir jetzt mal die Tiere einsammeln. Und es mal zum Eugen bringen. Mal hier Platz machen. Nein! Ach komm, Alter. Mal. So. Lieber ins Wasser wie nirgendwo. Alter, hat mich das gerade genervt, hä? Ja. Wo waren wir? Hier waren wir. So, besuchen wir mal den Eugen. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Eugen. Das Ökosystem dieser Insel hat mein Interesse geweckt. Daher beschloss ich, hier Forschungen zu betreiben. Ah. Handelt es sich bei Ihnen etwa um Zelopes? Sie wählten den Standort dieses Zeltes. Vortrefflich. Ihnen verdanke ich es also, hier ungestört meine Flügel ausbreiten zu können. Ich erwähnte meine Forschung. Offen gesagt ist mir daran gelegen, hier ein Museum zu eröffnen. Zu diesem Zweck werde ich mich langfristig hier einnisten. Huhu. Bringen Sie mir also eine neue Fisch- oder Insektenart und meine ewige Dankbarkeit ist Ihnen gewiss. Ist das Museum erst erbaut, werde ich
diese zusammen mit denen, die sie Tom Nook gegeben haben, ausstellen. Nun, wie ich zugeben muss, gibt es hinsichtlich des Neubaus ein nicht zu unterschätzendes Problem. Der aktuelle Mangel an Ausstellungen, Stücken ist der Baugenehmigung für ein Museum äußerst hinderlich. Leere Schaukäste sind nicht erwünscht. Es sehe anders aus, wenn es Ausstellungsstücke gäbe. Und wenn ich einmal so frei sein darf, an dieser Stelle kommen Sie ins Spiel. Ach genau, von dem kriegen wir die Schaufel. Jetzt fällt's mir ein. Genau. Ich plane nämlich nicht nur Insekten und Fische auszustellen, sondern auch Fossilien. Huhu. Wie es den Zufall will, erstreckt sich jenseits dieses Flusses ein größeres Gelände. Auf jener unentschlossenen Stück Land finden sich mit sicherlich eine Vielzahl der vorzüglichen Fossilien. Doch dieser Fluss ist ein Hindernis, das erst einmal überquert sein will. Huhu, mir kommt dabei eine Idee. Sie ist so wild wie dieses ungezähmte Insel. Ein Moment bitte, C. Lopez, während ich die Daten an Ihr Nockphone übermittle. Ich glaube mal, jetzt kriegen wir den Sprungstab, die Leiter und die Schaufel. Denke ich mal. Bin der Meinung, dass es von ihm kommt, alle drei Sachen. Wie Sie sehen, kann man aus dem vor Ort verfügbaren Holz einen Sprungstab bauen. Er eignet sich perfekt dazu, eine Person über den Fluss zu katapultieren. Des Weiteren schickte ich Ihnen die Anleitung für eine Schaufel, mit der Sie Fossilien ausgraben lassen. Erlauben Sie mir also nun, zu einem Anliegen zu kommen. Mit Ihrem Einverständnis möchte ich Sie bitten, den Fluss zu überqueren und nach Fossilien zu vergraben. Ach du liebe Zeit, da wollte ich mich nur vorstellen und plötzlich ist es zu einem Vertrag ausgeartet. Worauf ich hinaus wollte ist, um das Museum zu eröffnen, benötigen wir 15 weitere Ausstellungsstücke. Nun, wenn Sie Ihre wertvolle Funde stiften würden, wäre Ihnen meine ewige Dankbarkeit sicher. So, dann fangen wir schon mal an, die ganzen Tiere abzugeben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas stiften möchten oder Hilfe benötigen. Ich helfe gerne. Huhu! Fabelhaft, was gedachten? Heißt es nicht Gedächten? Mein Gott, Deutsch ist nicht so gut. Sie uns den zur Verfügung zu stellen. So, erstmal die ganzen Tiere. Hilfe! Ein Grashüpfer! Oh, Kraus! Oh, Schlotterschreck! Ach, Stilleugen! Du bist Kurator der Wissenschaft, kein frischer, geschlüpftes Küken. Verzeihen Sie, Insekten sind nicht wahrhaftig... Was? Insekten sind mir wahrhaftig ein Graus. Ich kann Ihnen jedoch viel zu Ihnen, Ihrem Insektenfang erzählen, wenn Sie das möchten. So, für dieses Let's Play, also für dieses Spiel, für Stream, werde ich das jetzt natürlich mir alles reinziehen. Normalerweise würde ich das garantiert nicht durchlesen. So, dann lass mal hören. Oh, ach so, gut. Wenn das so ist, Hüstel. Grashüpfer sind bekannt für ihre Gesänge. Okay. Für mich ist das ja Ruhestörung. Alles klar. Diesen unerhörten Lärm veranstalten sie, indem sie ihre Hinterbeine an ihren Flügel reiben. Zwar fressen sie zumeist Samen und Pollen, doch gelegentlich fallen sie auch über kleinere Insekten her. Da wir einem ja ganz anders. Solche rüde Tischmanieren sollten nicht toleriert werden. Mir vergeht jeglicher Appetit.
Na, in jedem Fall allerherzlichsten Dank für Ihre wunderbare Spende. Solche Tierchen mögen zwar mein furchtbarstes Albtraum sein, doch ich gebe trotzdem gut auf sie acht. Wenn ich so frei sein darf, Sie hätten nicht vielleicht noch eine Spende, die Sie mir übergeben möchten? Na klar, habe ich noch Sachen. Fabelhaft, was ge gedächten, gedachten, was weiß ich, Alter, gib mir einfach deinen Shit. Oh nein, eine Braunzikade. Huhu, wieso muss man mich da derart peinigen? Die Frage muss gestellt werden. Wünschen Sie wirklich mehr über das Exemplar zu erfahren? Ja. Oh, ach so. Gut, wenn das so ist. Hüstel. Zikaden sind was sind höchst gräßliche Kreaturen. Ah ja. Und nicht nur Braunzikaden, alle Zikaden. Mit ihrem sogenannten Thymbalorgan erzeugen sie laute Klickgeräusche. Diese Rücksichtslosigkeit. Huhu. Ja, nur die Männchen machen diesen Lärm. Doch die Weibchen halten es auch nicht für nötig, sich zu bremsen. Keinerlei Rücksichtnahme, also wirklich. Na, im jeden Fall. Alle herzlichen Dank für die wunderbare Spende. Solche Tierchen mögen zwar mein furchtbares Albtraum sein, doch ich gebe trotzdem gut auf sie acht. Haben Sie für mich noch was? Yes. Fabelhaft, was haben Sie denn noch? Gehen wir mal weiter mit diesem komischen Wasserläufer da. Oh nein, ein Wasserläufer. Huhu, wieso muss man mich so peinigen? Die Frage muss ich stellen. Ja, ich möchte mehr erfahren. Na, wenn das so ist. Wasserläufer. Der Gipfel der Absurdität. Sie laufen tatsächlich auf dem Wasser. Lachhaft. Dieser Taschenspielertrick gelingt ihnen, indem sie Öl auf die Haare ihrer Beine absondern. Gut, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Dazu kann ich nur sagen, ekelhaft. Okay. Und man muss sich fragen, was kommt als nächstes? Gehen sie auf Luft durch Wände? Okay. Nichts und niemand ist vor ihnen sicher. Na, im jeden Fall, aller herzlichen Dank für Ihr wunderbare Spende. So, ich lese das jetzt nicht noch zum dritten Mal vor, sondern wir drücken gleich weiter. Antonia, vielen Dank für deinen Follower und willkommen im Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Wo waren wir jetzt? Ja, wir möchten noch was spenden. Oh, und danke für deinen Host. Vielen Dank für deinen Host. So, und als nächstes gibt es den Sackträger. Oh nein, ein Sackträger. Wuhu, wieso muss man mich so peinigen? So, ja, wir möchten mehr erfahren. Wenn ein Insekt schon Sackträger heißt, was will man erwarten? Dieser schmutzige Räuber webt aus Seide und Blätter einen Sack, in dem er sich versteckt. Okay. Wie er in seinem Sack von Bäumen hängt, mag süß aussehen, doch in Wirklichkeit ist er ein Vielfraß. Diese Banditen stopfen sich mit Blättern voll und verschlingen so den Baum, an dem sie hängen. Ebenso niederträchtig wie grusel, gru was kurzsichtig, was kurzsichtig? Ich hab's jetzt nicht lesen können. Ich habe jetzt gruselig verstanden, aber ich glaube, da stand was ganz anderes. Nein, im jeden Fall. Aller herzlichen Dank für Ihre wundervolle Spende. So, wir haben noch ein paar Sachen, die wir abgeben müssen. Wir haben ja noch 10 Minuten.
bevor ich dann erstmal einen Cut machen muss und dann später nochmal, also innerhalb von 10 Minuten wahrscheinlich dann wieder online bin. So. Was haben wir noch? Jetzt gehen wir noch zu diesen Ligia Exotica, also die Namen sind echt für mich. Oh nein, ein Ligia Exotica. So, das überspringe ich jetzt mal so. Ligia Exotica ist ein. Entschuldigung. Ist ein Allesfresser. Und ja, genau so ist es gemeint. Sie fressen nahezu alles. Der unersättliche Appetit dieser Aasfressers soll Strände sauber halten, so heißt es. Okay. Aber dann ist ja was Gutes für die Umwelt. Muss man ja dann sagen. Aber ich sage, bei ihren langen Antennen und hervorquellenden Augen dreht sich mir der Magen um. Puh, das vergeht einem ja der Appetit. So, das lese ich jetzt auch nicht mehr vor. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal. Wir machen gleich weiter. So, wir machen weiter mit dem japanischen Rosenkäfer. Ach, der japanische Rosenkäfer ist wie der laute Qualgeist. Was ist wie? Ist wie der laute Quälgeist auf einer Party, der jeden versucht zu ignorieren. Ja, er ist ein großer Käfer mit einem Quadratschädel und der Angewohnheit, beim Fliegen laut zu summen. Als ob das noch nicht reicht, hat er auch noch Haken an den Füßen, um sich an Bäumen festzuhalten. Hakenfüße, wie hinterhältig. Na, in jedem Fall. Das ist okay, das haben wir jetzt schon. So. So, ich gebe auf jeden Fall jetzt noch die 4 Fische noch ab. So, jetzt haben wir ein bisschen was über die Fische. Wuhu, das ist doch ein Hassel. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen zu diesem Hassel. Ja. Famos, sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Hasseln sind glänzende kleine Fische, die man in Süßwasserflüssen mit viel Kies und Sonnenlicht findet. Ein wahres Fischparadies, bis die größeren Fische kommen und die kleinen Hasseln fressen. Oh. Die glänzenden Hasseln sind für andere Fische gut sichtbar und daher auch beliebte Häppchen. Die Fische hier im Museum haben selbstverständlich nichts da dergleichen zu befürchten. Wir achten darauf, dass sich alle an die wichtigsten Regeln halten. Friss nie deinen Nachbar. Und das war's im Groben. Denken Sie mal darüber nach. So, es geht weiter mit dem Frosch. Mal gucken, was er über den Frosch erzählt. Frösche haben untereinander eine komplexe Sprache entwickelt. Quark. Ich bin ein Prinz. Quark die Quark, toller Teich. Quark. Ich liebe Weitsprünge. Huhu, natürlich verstehe ich kein Wort, doch wenn ich Ihnen lange genug zuhöre, lerne ich vielleicht.
Und das war's im Groben. Denken, echt? Das ist das Einzige, was die über Frösche erzählen? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Frösche sind so interessant. Am meisten auch, wie die miteinander leben und so. Also da hätte er auch echt was Interessanteres erzählen können. Ja, ich habe noch Sachen. Als nächstes kommt noch die. Ah, nur noch die Biene haben wir. Alles klar. Oh nein, eine Wespe. Huhu. So, das überspringe ich. So. Wespen kooperieren, um ihren Nachwuchs aufzuziehen und das Wespennest zu verteidigen. Ein Einzelnest kann die Heimat von 1000 Wespen sein, die alle unermüdlich zusammenarbeiten. Ich muss gestehen, dass mich das beeindruckt. Dennoch, tausende von krabbelnden Wespen an einem Ort, da kribbelt mir direkt das Gefieder. Aber hauptsächlich möchte ich so schnell wie möglich so viel Distanz wie möglich zwischen sie und mich bringen. So, mehr haben wir nicht mehr. So, wir brauchen noch 6 Stück. Wir haben noch, ach, Fossilien, die würde ich jetzt auch noch abgeben. Ich weiß nicht, ob die dazu zählen oder nicht. Aber ich würde jetzt noch schnell die Fossilien alle einsammeln und die auch dann gleich abgeben.